Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren ETB. Diesmal Chilling Rain, eines auch meiner Lieblingssets. Ich selbst sammle ja echt nur Sachen, wo ich Lust drauf habe und nicht irgendwie krampfhaft irgendwelche Editionen, wo ich sage, die Artworks gefallen mir nicht oder die Aufmachung. Von daher, heute Chilling Rain. Ich sag mal so, ihr kennt ja die Inhalte der ganzen ETBs, deswegen gehe ich da nicht weiter darauf ein. Wir haben hier 6, 7, 8 Booster. Und wir müssen mal überlegen, wie wir das machen. So. Wir haben 3x Galarzaptus, 3x, 2x Galaraktus. Und dann noch die 3 Boys. Ich fange mit den Boys hier an, weil die fühle ich nicht ganz so sehr, die Artworks. Und dann gehen wir einfach mal rein. Ja, ich bin immer noch im Urlaub. Ich habe mega Lust, momentan Sachen aufzumachen. Und deswegen werde ich momentan ein paar Videos hochladen. Wir fangen an mit einem Ratchet Helmet. Crabbo Mineable. Dr. Hatina. Ein Aaron, ein Rods, ein Venipede, ein Bounce Sweet. Ein Sneasel in Reverse und ich liebe dieses Artwork. Ich finde das so cool, dass hier Rexplicer die Süßigkeiten hinterher wirft. Und unser erster Hit ist ein Rexplicer. Ich habe es ja noch gesagt. So Leute, denkt dran, bei mir Reverse kommt in Tüte und ebenso wird auch noch die Rare eingesleeved. Denkt bitte daran, jede Karte hat irgendwie eine Art von Respekt verdient, auch die Reverse-Karten und die Rare-Karten. Von daher, ihr macht euch nicht krumm, wenn ihr da eine Hülle drüber macht, meiner Meinung nach. Wir haben eine Feuerenergie, ein Steamy, ein Karen's Conviction, die Reading Gloves, ein Squirt, ein Sveal, ein Swirlix. Ich verstehe dieses Pokémon immer nicht. Wieso ist da Bezug zu Essen so da? Ein Galarian Yanmask, dann ein Castform Sunnyform, ein Golett in Reverse und ein Valraiser. Jo, also Skolett sieht übelst schön aus hier. Das, die Karte eigentlich auch. Kommt direkt wieder in die Hülle rein. Das heißt, 2 von 8 Boostern haben noch nichts gebracht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch irgendwas hitten. Ich hatte noch keine Booster gehabt, wo keine ETB gehabt, wo noch kein wirklicher Hit drin war. So, letzte Stinker. Und wir schauen mal rein, was hier los ist. Wir haben eine Energiekarte. Eine Energiekarte. Porygon 2. Swaggy. Ein Dicklett. Ein Golett. Ein Dearling. Ein Sneasel. Ein Farfetched. Honey und ein Galade als Rare. Ja gut, ich habe gesagt, die 3 sind Stinker. Die gefallen mir nicht so. Und deswegen habe ich da auch nichts rausgezogen. Bedeutet natürlich, bei denen, die ich mag, werde ich was ziehen. Ist ja eine ganz einfache Logik. Und von daher, wir gehen direkt rein. 1, 2, 3, 4. So, Müll noch zur Seite. Und wir schauen nach. Wir haben eine Pionia, ein Wirlipad, Crushing Gloves, Larvesta, ein Inkay, Rockruff, ein Gastly, ein Ladybar, ein Castform und wir haben ein Galarian Zapdos V. Geil, geil, nice. Unser erster Hit. Das freut mich. Und wie ich es gesagt habe, ja, dann nehmen wir jetzt mal noch das Arctos. Das freut mich wirklich sehr. 1, 2, 3, 4. Und wir gehen rein. Wir haben ein Reboot, richtig schönes Artwork. Agatha, Fog Crystal, Hatina, ein Sobble, Bounce Sweet, Fufu, das sieht echt schön aus. Ein Dicklett, ein Marip in Reverse und ein Golok. Schade, mir fällt gerade ein, ich habe die Reverse von vorn. Cast Format vergessen einzusleeven. Das mache ich jetzt auch gleich noch. Das heißt, wir haben bis jetzt aus der ETB genau einen Hit, Galarian Zapdos, und haben noch
3 weitere Booster offen. Mal schauen. Bis jetzt wirklich sehr stark. Let's go, let's go. Und wir gehen rein. 1, 2, 3, 4. Wir haben Agatha, Flannery, Old Cemetery, Winnipeg, Snover, Galarian Slowpoke, ich liebe die Karte, Crabrawler, Snorrent, auch richtig schön wieder das Gebäude verteidigt, Castform in Reverse und ein Smogmog in Non-Holo. Ja, das ist jetzt so, langsam wird es eng mit den Hits. Vielleicht brauchen wir noch eine Alternative oder so. Dann wäre ich sehr zufrieden. Wir vertrauen auf Arctos. Wir nehmen erstmal das Galarian Zapdos. Moment, bitte. 1, 2, 3, 4. Und wir haben ein Swaggy. Peony. Galarian Chestplate. Venipet. Sphere. Ein Crabrawler, ein Golett, ein Porygon, ein Sevipon Reverse und ein Banett. Das war, glaube ich, bis jetzt, das kann sich ja alles noch ändern mit einem Hit, das schlechteste Opening von der ETB, was ich bis jetzt gemacht habe. Let's go. Last Pack Magic. Also jetzt wirklich Liebe und Luck. Oh Gott. Ich bin gespannt. Gefühl sagt mir, das war wirklich eine schlechte ETB. Clara, Brawly, Haunter, Castform, Hatina, Aron, Rods, Venipede, Coughing Reverse und ein Sourcebug. Ja, die waren auch noch eingesleeved. Und dann könnt ihr mal sehen, dass es auch solche ETBs gibt. Man kann halt nicht nur Glück haben. Und von daher, also die Hits sind ja wirklich, boah. Ich sag mal so, die Box hat weniger als 50 Euro gekostet. Rechtfertigt aber nicht solche Hits, meiner Meinung nach. Also wir haben jetzt hier gezogen. Ihr seht es ja selber. Unser einziger Hit wäre nicht mal eine Holo. Wir haben nur eine V-Karte. Das ist eine schöne V-Karte auf jeden Fall. Aber das ist schon besonders auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.